Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Der Psalmbeter stellt die Frage, warum? Warum sollen die anderen Völker fragen, wo ist denn ihr Gott? Im Hebräischen gibt es zwei Wörter für das Wort warum. Im Deutschen verwenden wir es auch unterschiedlich. Manchmal fragen wir warum und wir wollen eine Antwort haben, eine Erklärung. Meistens aber sagen wir, warum hast du dies und jenes getan? Und wir wollen keine Antwort, sondern wir drücken damit unseren Vorwurf aus. Genau dieses Wort für den Vorwurf wird hier im Psalm verwendet. Warum sollen die Heiden sagen, warum können die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Die Verzweiflung, dass wir so oft das Gefühl haben, Gott nicht zu spüren. Dass wir manchmal den Eindruck haben, er hat uns vergessen, verlassen. Warum, Gott, geht es uns so? Und warum können die anderen, die nichts von dir wissen, so über uns und über dich reden? Ein Vorwurf, der da gemacht wird, eine Anklage. Mich beeindruckt diese Anklage. Meistens haben wir ja Angst, Gott so direkt anzusprechen. Der Psalmbeter aber geht mit Gott ins Gericht. Warum ist das so, Gott? Ein Vorwurf. Und dieser Vorwurf, er ist nicht so destruktiv, wie unsere Vorwürfe des Öfteren sind, sondern daraus spricht ein ganz tiefes Vertrauen. Unser Gott ist im Himmel, er kann tun, er kann schaffen, was er will. Eine Glaubensaussage, die daran kommt. Der Psalmbeter, er geht durch eine schwere Erfahrung hindurch, offensichtlich, denn sonst würde er so nicht mit Gott ins Gericht gehen. Aber er misst Gott an seinen eigenen Versprechungen. Gott, du hast uns doch gesagt, dass du bei uns bist. Der Psalmbeter vertraut auf Gott. Und seine Forderung, seine Anklage, seine Klage Gott gegenüber ist ein Ausdruck des Vertrauens. Ich würde mich das gerne auch öfter trauen, so direkt mit Gott ins Gericht zu gehen, so mit ihm zu ringen. Vielleicht nehmen wir uns heute diesen Psalmvers zum Vorbild. Gott hält es aus, wenn wir ihn hart angehen, wenn wir so mit ihm ins Gericht gehen. Im Gegenteil, wir machen aus unserem Herzen keine Mördergrube, sondern wir vertrauen Gott an, was uns freut und was uns belastet. Und hinter seiner Anklage steckt das Vertrauen in Gottes Zusage und die Aufforderung, bleib du deiner Zusage treu, wir verlassen uns auf dich. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du ihn gibst. Um Einsicht, Beherrschtheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du. Um Heilung, um Ganzsein,
um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Seelentief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist dein Sehnen, ist dein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist dein Sehnen, ist dein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dank sei dir, Gott, für all die Zeichen, die du in unserem Leben setzt. Zeichen des Bewahrens und Zeichen des Erhaltens. Zeichen der Freude und Zeichen des Trostes. Zeichen der Heilung und Zeichen der Weisung. Zeichen der Befreiung und Zeichen des Friedens. Du lässt uns spüren, wie nahe du uns bist. Wir danken dir dafür und bitten dich, Gott, mache uns aufmerksam für Menschen, die darauf warten, dass wir ihnen in deinem Namen ein Zeichen unserer Nähe geben. Amen.